Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin. Und wie wir sehen, sind wir in der Bizarre-Höhle. Und leider kann unser Bizarre, wer versteht, kein Blitz, damit wir diese Höhle aufhellen können. Was natürlich sehr scheiße ist. Oh! Ich verstehe. Wir sind fertig mit der Höhle. Und dann ist ja alles in Ordnung. Ich habe mir jetzt gerade schon Gedanken gemacht, wie störend das Ganze werden könnte. Aber wir können ja einfach rausgehen. Vielleicht haben wir jetzt sogar ein Fluchtseil, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Weil dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr hier drin und Kilian hätte uns rausgebracht. Aber sicherheitshalber schaue ich mal nach. So, mit dem Fahrrad durch die Höhle. Ich habe das immer so das Gefühl, wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann... Oh, das ist ein Krommalat. Möchte ich dich denn? So weiß ich gerade gar nicht, ob ich das möchte. Und was entwickelt sich wieder? Ah, doch, ich weiß nicht, was sich ein Komalat entwickelt. Jetzt ist die Frage, möchte ich das? So, weil unser drittes Pokémon ist das, glaube ich, ja schon. Dauert seine Zeit, bis wir das bekommen. Ah, ich mache einfach mal Flucht währenddessen. Und, wie wir das Haus finden, wäre eigentlich ganz einfach. Ich mache kurz eine Pause und schaue mal kurz den Pokédex. So, ich habe jetzt mal kurz den Pokédex durchstöbert und raus aus dem Bild. Nach dem langen Überlegen habe ich mich entschieden, wir fangen uns keinen, was auch die erste Entwicklung immer war, also kein Knackrack. Ich hoffe, hier geht's jetzt raus. Denn ich gehe mal davon aus, dass das unser Ziel ist. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Außerdem hätte Kilian ein Kaumalat gewollt, hätte er bestimmt auch eins gefangen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fange einfach mal eins. Das sehe ich schon Level 19, von daher würde sich das doch anbieten. Ich fange es einfach mal, falls wir es nicht wollen, kann es ja einfach im Pokédex bleiben. Mal, wenn jetzt schon eins mit Level 19 vor uns ist, das so schwer zu besiegen ist, in Anführungszeichen, also es überlebt zwei Biss. Dann sollte man das auch fangen. Jetzt hoffen wir natürlich. Oh fuck. Oh, ich habe mich verklickt. Oh Gott. Und Chris ist fast drauf gegangen. Moment, da stimmt was nicht. Ah ne, es passt. Moment. In der Höhle konnte man doch noch andere Pokémon fangen, oder? An diese Szene erinnere ich mich, glaube ich. Moment, habe ich gegen dich schon gekämpft? Ja, okay. Hier in der Wiese gab es irgendein Pokémon, das ich früher immer wollte. Jetzt frage ich mich, oder war das Kaumalat? Ich glaube, ich wollte Kaumalat fangen. Bin aber nicht in die Höhle rein und deswegen habe ich das nie gefunden. Zack. Hä? Ach, das ist gar kein Flug. Irgendwas ist einfach nur ein Gift, glaube ich sogar. Ist das männlich? Hat das verschiedene Formen, wenn es männlich und weiblich ist? Okay, machen wir mal einen Biss. Die Attacke ging daneben. Okay. Die Attacke ging auch daneben. Okay, das wird jetzt... Achso. Okay, wenn es Sandwirbel benutzt hat. Noch einmal Biss. Wenn das jetzt nicht geht, dann tauschen wir aus. Andererseits. Scheiß drauf. Ich will jetzt einmal Biss landen. Oder wir gehen in R runter. Komm schon. Andererseits, das nervige Geräusch will ich auch nicht ertragen. Außerdem will ich jetzt auch nicht unnötige Zeit
damit verschwenden. Sonst dauert es noch 2 Minuten. So. Komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. So viel Sand kann ja gar nicht auf dem Boden liegen, wie du Sandwirbel machst. Komm, Flammenwurf, das reicht doch. Okay, schwach. Ich habe leider keine Ahnung, was stark ging. Oh Gott, was ist denn da los? Das hat, glaube ich, Hertha benutzt. Hertha. Ach Gott. Dann macht das Neo jetzt hoffentlich bitte. Komm schon. Und wir können jetzt natürlich hoffentlich einen Angriff machen, bevor es Wasserdüse, bevor es Sandwirbel wieder benutzt. Und Gott sei Dank ist es effektiv. Oh, wir haben einen neuen Angriff, glaube ich sogar. Oder habe ich mich da verlesen? Ja, ist auch egal. Unglaublich. Aber ich habe mich entschieden. Hey, Moment, das ist ein zweiter Eingang. Was ist das denn jetzt? Ach so, ich verstehe. Jetzt bin ich verwirrt. Ich gehe da oben nochmal rein. Oder geht das überhaupt noch? Ich fange jetzt doch einfach mal ein Knorklarack oder wie das jetzt. Aha. Ah, okay. Er kommt doch hoch. Gott sei Dank. Ein Onix. Onix ist auch cool. Er ist sogar Level 20. Onix können wir sogar entwickeln, wenn ich mich nicht irre. Obwohl, ja, ich weiß nicht, was musste man für ein Onix wieder machen, um das zu entwickeln? Ich hatte gedacht, man müsste irgend so ein Stahl-Item ihm geben. Stahlmantel und dann tauschen oder so irgendwas. Aber ich bin mir nicht sicher. Kämpfen können wir natürlich jetzt mit Chris nicht mehr. Dafür sollte ich es vorher einmal heilen. Ich denke aber, ein Aquaknacker von Neo sollte auslangen, um es nicht zu besiegen. Steinwurf tut weh. Nee, okay. Tut nicht weh. Gott sei Dank. Okay, leider besiegt. Ich mach mal kurz noch mal eine Pause, eine kleine, aber ihr merkt das ja eh nicht, von daher. Okay, jetzt geht's aber endlich weiter. Kilian hat mir nämlich gerade geschrieben. Und jetzt habe ich erstmal in Skype natürlich mich auf beschäftigt gestellt, damit keine Störgeräusche mehr sind. Und er hat gemeint, er möchte kein Kommalat. Habe ich gedacht, frage ich ihn einfach mal kurz, wenn er denn schon schreibt. Ich werde es, wie gesagt, jetzt fangen. Weil es mir jetzt begegnet ist, werde ich es jetzt fangen. Aber Kommalat wird wahrscheinlich nicht in unser Team kommen, weil ich möchte es auch nicht durch ein Teammitglied von mir ersetzen. Aber ich würde es trotzdem gerne fangen. Denn mein Team braucht noch ein bisschen, bis wir das zusammen haben. Kratzer dürfte doch recht schwach sein. Das ist sogar ein Volltreffer. Besser ging es sogar gar nicht. Lupin Sandkorb gefangen. Okay. Jetzt können wir auch keinen Pokéball schmeißen währenddessen. Ah doch, Gott sei Dank. Bälle. Ein Heilball. Pokéball. Netzball. Ich mach mal einen Heilball. Weil das Kommalat kommt ja nicht in die Box, wenn wir das jetzt fangen. Klappt leider nicht. Und noch ein Sandsturm. Okay, das ist in Ordnung. Aber vielleicht können wir das. Ich mach's so, wenn das Kommalat ein gutes Wesen hat, mit guten Stats und so, behalten wir es. Und einer guten Fähigkeit, ich weiß ja nicht, was das haben kann. Bis wir es austauschen.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es in die Box. Aber wir hätten eins, falls wir doch eins haben wollen, wollten. Beziehungsweise falls irgendein Arena-Leiter jetzt eine Schwäche gegen Drachen-Pokémon hat. Oh, okay. Never mind. Dann gehen wir einfach raus. Ist auch okay. Das war jetzt unerwartet, aber das macht die Entscheidung leichter. Ich weiß jetzt auch, dass Kaumalat nur in dem Geheimgang da hinten drin ist. Weil ich das im Pokédex nachgelesen habe. So, jetzt müssen wir hier nochmal rein und irgendwen abholen. Oh, ein Bronzel. Uninteressant, leider. Aber ich finde es ganz nett. Eigentlich sind die Pokémon schwach genug, dass wir uns da hochtrainieren könnten. So. Jetzt habe ich ziemlich viel Zeit verschwendet eigentlich, nur um zu überlegen, ob ich in Kaumalat will. Das sind schon fast 10 Minuten. Aber was soll's? Man muss sich ja auch seinen Pokémon auseinandersetzen und ob man die auch möchte. So. So, jetzt wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Ich sehe ja natürlich nichts. Noch ein Bronzel. Dann flüchten wir auch vor dir, du armes Ding. Nein, da geht's nicht lang. Okay, hier. Okay, da geht's lang. Ich fände es cool, wenn man einmal Zertrümmer benutzt und dann quasi durch die anderen einfach durchfahren könnte. Oder durchlaufen könnte. Ein Onix. Wir wollten es versuchen. Tempo-Hieb dürfte recht stark sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Okay, ging daneben. Dann machen wir noch einen Tempo-Hieb und versuchen dich zu fangen. Soll ich noch Kratzer oder Blut oder so verwenden? Ich glaube, wenn wir es richtig machen, dürfte Blut nicht besiegen, aber es dürfte es anschwächen. Ah, okay, es besiegt. Schade. Aber es nimmt uns natürlich immer die Entscheidung weg, ob wir es im Team haben wollen oder nicht. So, jetzt müssen wir diese eine Frau finden. Hier geht es nicht lang. Aber hier geht es wieder lang. Irgendwie sieht alles gleich aus. Bin ich dumm? Das sieht alles gleich aus. Wenn ich da jetzt wieder hochfahre, dann komme ich bestimmt wieder genau an die gleiche Stelle. Hier geht es nicht lang. Okay, never mind. Doch, siehst du? Da geht es nämlich... kommt wieder genau das gleiche. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ich glaube nicht, dass ich mich irre. Aber das sehen wir jetzt, wenn wir hier durchgehen. So. So, Trümmer war. So, hier ist wieder ein Fels davor, genau. Mit Blitz wäre das natürlich um einiges einfacher. Vielleicht haben wir Schutz dabei. Ah, okay. Ist doch nicht immer wieder das gleiche. Schutz. Einen haben wir noch. Den setzen wir jetzt erstmal ein. Müssen wir euch bekämpfen? Oh Gott. Darauf habe ich jetzt absolut gar keinen Bock. Besonders habe ich ja unsere Pokémon und alles so angeschwächt. Das war vielleicht ein Fehler. Aber da müssen wir jetzt durch. Wupan und Neo. Wupan könnte seine Probleme jetzt bekommen. Griffel ist ein Kampf-Pokémon, wenn ich mich richtig erinnere. Neo ist eigentlich sehr schlecht jetzt. Machen wir Wasserdüse, Aquaknarre. Ich versuche einfach jetzt ganz schnell Griffel zu besiegen. So, einmal Wasserdüse. Ich hoffe, ich habe jetzt Tempo-Hieb benutzt. Oh ne, Flammenrad. Oh, vielleicht ist Flammenrad stark genug. Ne, nicht ganz.
und Anton wird wahrscheinlich jetzt unser Wupan besiegen. Ja. Schade. Dann muss ich wohl wieder aus der Höhle raus und unsere Pokémon heilen. Aber vielleicht, aber nur vielleicht, ist VM-Opfer stark genug. Und wir finden gleich die Person, die wir finden sollen, und sie kann uns heilen. Das weiß ich leider nicht. Walzer, Gestein. Gestein ist auch schlecht. Kampf, Zertrümmerer. Das mache ich erstmal so. Und mit dir mache ich einmal Sternschauer. Dann haben wir auf jeden Fall beide besiegt. Griffel besiegt. Es kriegt natürlich das VM-Opfer unnötige Erfahrung. Okay, Sternschauer ist weg. Aber das ist kein Problem für uns. Wir wollten es eh nicht mehr benutzen. Machen wir hier Walzer. Und wie die Zack ein Aquagnade, das ist interessant. Ja, Wasserattacke ist halt natürlich nicht so stark, aber ich glaube, wir kriegen einen Bonus drauf. Jetzt ist die Frage, weil wir einen Bonus drauf bekommen, ist es dann im Endeffekt doch stärker als die anderen Attacken? Ich glaube nämlich schon. Noch ein Aussetzer, okay. Aber wir benutzen ja Walzer. So, die zweiten mal besiegt. Ich riskiere jetzt einfach mit Neo hier weiterzugehen, in der Hoffnung, dass wir gleich geheilt werden. Okay. Ein Beleber, den wollen wir nicht verschwenden, obwohl es wäre eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. So, das ist, da geht es ja glaube ich nicht lang, aber ich guck mal, sicher, ah doch, es geht nämlich hier lang. So, gehen wir hier unten hin, dann sehen wir auch genau, wo wir sind. So, hier haben wir noch ein Fluchtseil. Okay, das ist gut. Kommen wir ja auch gleich wieder raus. Das sind bestimmt noch andere Trainer, die versteckt sind, die ich jetzt nicht bekämpft habe. Das wäre aber jetzt auch nicht gerade der passende Zeitpunkt dafür. Oh Gott, das sieht immer alles so gleich aus. So ein Zertrümmerer. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh Gott, ich hätte so gern Blitz. Wahrscheinlich haben wir sogar Blitz und ich habe nur noch nicht nachgeschaut. Und Schutz hätte ich auch ganz gerne. Hier ist ein Trainer. Haben wir euch nicht gerade besiegt? Oh Gott, oh Gott. Das wird so schrecklich. Aber das Fluchtseil behalte ich lieber. Außerdem ist es gar nicht so schlecht, wenn wir uns jetzt besiegen lassen gleich. Wir verlieren zwar ein bisschen Geld, das ist schade, aber unser Ei schlüpft ja, wenn wir uns bewegen. Und genau das ist dann auch unser Ziel eigentlich. Ich habe schon überlegt, ob ich offscreen mich ein bisschen rumbewege, aber ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Ich denke, das Pokémon, das Ei, das schlüpft schon an angemessener Zeit. Aber wenn wir besiegt werden, ist das natürlich ein berechtigter Laufweg, den wir zurücklegen. So, ich glaube, bei denen werden wir jetzt besiegt. Wir können es schaffen, aber ich möchte auch keinen Trank verschwenden, weil wir es ja eh nicht mehr ganz schaffen, durch die Höhle zu kommen. Außer wir würden Beleber benutzen oder ganz viele Tränke. Und das Fluchtseil möchte ich jetzt auch nicht verwenden, nur um um aus der Höhle zu kommen und um ans Pokécenter zu laufen. Oh, das tut weh. Komm schon, überlebst. Oh, der Walz ist ganz gut sogar. Nice. Reflektor, okay. Das ist uns egal, ob er das benutzt. Ach komm, Sternschauer. Und VM-Opfer benutzt er eh. Walzer.
Sternschauer. Zieht sogar ganz schön was ab. Na gut, ist ja auch keine schwache Attacke. Aber hier, der hat seine Probleme. Machen wir einfach nochmal einen Sternschauer. Er macht natürlich nochmal Ruckzuckieb. Aber unser VM-Opfer stoppt. VM-Opfer steckt das weg, so. Und da hat's Level 16. Oh, ein Shinox. Das haben wir auch. Ganz schlecht für unser Neo, aber das ist egal. Ah, scheiße, jetzt muss wieder von vorne anfangen. Komm, machen wir Zertrümmerer. Fast besiegt. Auch noch fast besiegt. Also ich mache jetzt den Part einfach so lang, bis wir besiegt sind. Dürfte ja nicht mehr so lange dauern. Neo dürfte hier weg sein, ja. VM-Opfer wird das hier auch nicht mehr schaffen können. Ich mach mal nochmal Walzer. Funkensprung, okay, das war's. Da ist das VM-Opfer besiegt. Wir haben kein kampffähiges Pokémon mehr und wir geben 576 Preisgeld. Lucius rannte zu einem Pokécenter, okay. Das erspart uns auch das große Gelaber mit der Schwester Joy oder wer auch immer das ist. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Aber wir haben ein Fahrrad. Nice. Und um dorthin zu kommen, wo wir gerade waren, müssen wir wahrscheinlich da oben lang. Route 206. Wahrscheinlich hätten wir da hinten Zerschneider benutzen müssen, genau. Dann gehen wir auch dort wieder hin. So. Oh, ein Macholo. Bin mir da gar nicht so sicher, wie es ausgesprochen möchte, werden möchte. Flucht. Hier gibt es so viele coole alte Pokémon, die ich so gerne haben würde. Aber man sollte ja auch nicht der Nostalgie verfallen und die alten Pokémon fangen, sondern dann doch, glaube ich, lieber auf den neueren bleiben. Einfach schon alleine fürs Let's Play. Dass man da auch so ein bisschen in seiner Generation bleibt. Oh, wir konnten nicht flüchten. Komm jetzt. Schon wieder. Also ich versuche es jetzt noch einmal, wenn nicht, besiegen wir es einfach. Und wenn wir es nicht besiegen können, dann fangen wir es. So. Sind wir hier wieder im Haupteingang. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Platz, um den Part zu beenden. Wir haben nichts erreicht, aber das ist auch egal. Darum geht es ja nicht. Sondern, oh, ich hätte jetzt eigentlich ein paar Fluchtseile einkaufen sollen. Einfach nur darum, dass Killian weiß, wo er langlaufen muss, denn der schafft es wahrscheinlich eh easy, trotzdem noch das zu erreichen, was er in seiner Folge erreichen wollte. So, wir gehen hier hin und dann speichern wir hier. Und wir haben erst zwei Orten. Da habe ich aber auch noch keine Liga oder noch keine Arena-Leiter besiegt. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich nach dem vierten oder so noch immer noch keinen besiegt hätte. Auf jeden Fall, dann verabschiede ich mich hier und die nächste Folge seht ihr bei Killian. Auf Wiedersehen.